Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Elden Ring Video möchte ich euch zeigen, wo ihr die Mitator Tränen Asche herbekommt. Und zwar ist das ein Geist, den ihr herbeibeschwören könnt, der, wie der Name schon sagt, euch 1:1 imitiert. Das heißt, er hat dieselben Waffen wie ihr, er hat dieselben Zauber wie ihr aufgerüstet und er hat sogar dieselben Talismane drauf. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr Radan besiegt habt und einen Steinschwertschlüssel habt. So, wenn ihr dann alles habt, starten wir unsere Reise bei der dritten Kirche von Marika. Dort gehen wir einmal hin. Und von hier aus müsst ihr jetzt ungefähr an diese markierte Stelle der Karte reiten. Dort ist nämlich ein Krater, wo ihr runter müsst. Ich werde euch den Weg jetzt zeigen, Leute. Jedoch werde ich die ganzen Wege etwas vorspulen. Und falls euch das Ganze zu schnell ist, könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos einfach ein kleines bisschen langsamer machen. So, an den Klippen angekommen, müsst ihr hier immer ein Stückchenweise nach unten. Passt aber auf, dass ihr nicht zu weit runterspringt und dann durch Fallschaden stirbt bzw. aus der Map fällt. Und folgt einfach dem Weg, den ich hier laufe. So, angekommen in Nokron in der ewigen Stadt, müsst ihr über die Dächer denselben Weg laufen wie ich. Seid ihr auch schon beim Ort der Gnade und wenn ihr hier rausgeht, müsst ihr gegenüber in diesen Torbogen reinlaufen. Treppen runter, nach rechts. Geradeaus weiter, Leute, und hier kommt dann normalerweise ein Bossfight. Hier ist die Tür eigentlich zu und ich gebe euch einen Tipp für diesen Bossfight. Und zwar geht ohne Ausrüstung in den Bossfight rein. Also geht durch den Schleier ohne irgendwelche Waffen und Talismäne und Rüstungen. Geht da rein, wartet bis der Boss gespawnt ist und 1-2 Sekunden später rüstet euch aus. Denn dieser Boss ist die Imitator-Träne, das heißt, er wird euch 1:1 imitieren. Aber wenn ihr dann vorher ohne Rüstung und so reingeht und er das imitiert, solltet ihr mit euren Waffen den easy besiegen. Wenn ihr den dann getötet habt, Leute, dann lauft ihr hier den Weg hoch, steigt auf eurem Pferd und dann lauft einfach wieder den Weg, den ich hier laufe. So, jetzt zeige ich euch den Weg von diesem Ort der Gnade an, denn ihr seid jetzt kurz davor. Ihr müsst über diese Dächer hier laufen, Leute. Springt hier einmal rüber, geht hier am Rand entlang, passt auf, dass ihr nicht runterfällt beim Rüberspringen. Hier einmal rüber, dann geht ihr nochmal rechts hier drauf. Von hier aus geht ihr hier auf diese kleine Kuppel gegenüber drauf springen. Ihr springt dann noch einmal rüber, lauft dann links entlang. Da ist eine kleine Gasse, da müsst ihr durchlaufen. Und jetzt Achtung Leute, ihr müsst geradeaus weiterlaufen, also geradeaus runterlaufen. Geht hier auf die andere Seite durch das Fenster. Und hier dann links Leute und dann habt ihr rechts direkt ein Tor. Und zwar geht ihr dann jetzt hier rechts zu diesem Tor. Dann könnt ihr links euren Steinschwertschlüssel einsetzen. Und danach öffnet sich der Schleier. Passt auf Leute, da ist noch ein Gegner drin, den könnt ihr erstmal töten und nachdem ihr den Gegner getötet habt, dann könnt ihr einfach die Truhe aufmachen und dort befindet sich dann die Imitator Tränenasche. So Leute, und wenn ihr diese noch verbessert, dann ist die richtig overpowered auf jeden Fall, vertraut mir. Und diesen Geist Leute, den beschwört ihr mit Lebenspunkten, das heißt, wenn ihr den beschwört, wird euch ein Teil eures Lebens abgezogen, also solltet ihr danach auf jeden Fall einen Trank trinken, um euch wieder zu heilen. So, das war's dann mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und falls du noch kein Abo bei mir hast und in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer mal auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!